Und ich komme mir so auf 2 Mio und denke mir so, Alter, fick dich, ey, ganz ehrlich. Der hat eh schon das übelst geile Equip, weißt du? Der hat richtig kranken Scheiß. Und der droppt wie so ein Mongo, das gibt's einfach nicht. Der droppt die ganze Zeit. Wir machen zusammen Rifts und der droppt die ganze Zeit Legendaries. Durchgehend. Der so, wieder was, wieder was, wieder was. Und ich glaube, nach dem 10. Mal komme ich endlich, yay, ich habe einen Ring und wieder nur Scheiß-Stats drauf, Alter. Boah, nervt. Benutzt mal 1000 oder nicht? Ja, denke schon, oder? Da wir eh nur ein Ja. bisschen leveln, so, können wir auch 1000 Treffen raushauen. wir uns Ding, ne? Mace. Oder Jo. wollen wir woanders hin? Nö, nö. Wenn schon, Maze. Okay. Ist 65, Digga. So. Dann könnt ihr mal sehen, wie hier Dingens. Wie heißt der? Victory Greymon aussieht. Wie ist er so von Stärke her geklont? Ich glaube 9-9 oder so. Irgendwie sowas. Also könnt ihr mal den King sehen bei mir. Ja. Den King, auch Nummer 2. 129 ist der, glaube ich, ne? Bei dir? Ja, Meiner ist 116 oder so. ach, deiner. Der ist ja schon eigentlich egal. Der ist 114 sogar noch, Alter. 114? Der Geil. ist 7. Oh mein Gott, 7-6 geklont. Report me. Was ist überhaupt meiner? Ach, natürlich, 12-12, was Der sonst? Bonze hier, weißt du? Der Bonze wieder. Channel 2, sagst du? Jo. Oh, was bin ich denn überhaupt? Data, Virus, was bin Ich ich? glaube, ich bin Vakim. Virus. Oh geil, ich muss Hier könnt ihr kurz Welcome. die Stats sehen. 1100 Attack. Geht klar. 1100? Lächerlich, Mann. Also 1150, ne? Attack Speed? 2,3. Auch lächerlich. Crit? 21%. Digga, der ist 6 Crit enchanted, nicht 12. Du kriegst ja schon, weiß ich nicht, 40 dazu, wenn du den auf 12 hast. Ah fuck, 1900 Oh muss ich da Mann. mal reinhauen. Wäre mal nicht so schlecht. So, hi, gib ihn. Aber Ah, egal, dann der hat ein haut. Schwert, ja. Ja, Mann, der sieht einfach. Bis auf die fucking Flügel, ey, ganz ehrlich, die Flügel sind so ultra hässlich. Wieso Schmetterlingsflügel? Voll Die süß. ja voll süß, Alter. Du hast so einen riesen Dino, weißt du, mit dem Schwert und dann Schmetterlingsflügel. Und auch so beschissen designte, weißt du. Richtig gay, Alter. Lol, danke für die Hilfe, Mann. Danke, vielen Dank. Oh, Mann. Oh, Booster nicht vergessen, Jo. ne? Ah, genau. Heute habe ich das in den Kommentaren gelesen. Ich glaube von. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der schreibt mir so, irgendwie sowas wie. Du hast, machst zwar richtig coole Videos, hast aber voll wenig Zuschauer. Und da habe ich mir gedacht, komm, können wir das hier mal ansprechen, so. Ich ja dachte, ich mache das eh alleine. Habe ich mir gedacht, so, ganz ehrlich, ich fuck auf Zuschauer. Ich habe lieber fünf vernünftige Zuschauer, weißt du, die sich das angucken, die positive Kritik geben oder auch negative, mir egal, Hauptsache Kritik da lassen, weißt du, und sagen, was ihre Meinung ist und das halt sachlich formulieren, anstatt dass ich 1000 Zuschauer habe auf einem Video und die mir sagen, du bist scheiße, du bist kacke und gar nichts Vernünftiges dabei rumkommt, weißt du? Dann habe ich doch lieber die 5. Das wäre so eine Sache, die ich auf jeden Fall. Deswegen, mich juckt das gar nicht. Ich werde auch, zum Beispiel Hearthstone hat, glaube ich, die wenigsten Aufrufe bei mir. Mit 24 oder Machst du trotzdem? 30 oder so. Hearthstone macht einfach Spaß und die Leute, die zuschauen, die sind übelst korrekt. Mit denen zocke ich auch hin und wieder. Alpen zum Beispiel. Mit wem habe ich noch gezockt? Narugami. Und noch ein paar anderen. Shui hat mal mitgespielt. Du hast auch schon gegen mich gezockt und auf die Fresse Ich hab was nochmal bitte? gekriegt. Wir Dann. können das ja nochmal wiederholen, Lukas. Ja, jetzt gerne. Jetzt können wir das gerne wiederholen. Wie lange hast du Hauptsache nicht du mehr kommst mir gespielt? nicht wieder mit. Hauptsache du kommst mir nicht wieder mit. Ich leg Standardkarte von Magier. Kescher Deck! Wenn du mein Deck siehst, denkst du auf jeden Fall Kescher. Ich habe nur noch goldene Karten. Komplettes Das Deck finde ist ich so geil an golden. diesem Spiel. Du brauchst nicht mal cashen. Brauchst du Spiel nicht. ein, zwei Runden am Tag. In einem halben Jahr hast du genug Sachen. Ist so, ich habe alles durch Quests. Vor allem, ey, ich habe im Moment richtig geile Quests. Immer 100 Gold, 100 Gold. Hast du eigentlich schon Ding beendet? Naxxramas? Nö. Ja? Nö. Ich habe immer noch das erste nur Ja, gemacht. ich auch. Ich muss noch Ich habe aber diesen. voll Angst, dass es weggeht irgendwie, dass es nicht mehr machbar ist nach einer Zeit. Ach, das ist alles eine Geldquelle. Als ob die da. Blizzard ist doch nicht doof, Digga. Das ist auch nicht teuer, Mann. Du zahlst 20 Euro für 5, 6 Legends, die Jo. krass sind. Die richtig gut sind. Vor allem Dingens, du zahlst nicht nur für die Legends, sondern für alle Karten, die du da gewinnen kannst, ne? Und für einen kompletten Spielmodi.
20 Vor Euro. allem, da sind solche Karten, ne, wie, was hat der, 1-1 und ist dauerhaft unsichtbar und kriegt jede Runde 1 dazu, Jo, GG. Warte das. einfach 10 Runden und dann machst du One-Hit. Naxxramas Schatten. Übel stark die Karte. Oh, krass. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Habe sogar Schiss, wenn ich jetzt wieder anfange, die neuen Karten. Die ficken einen richtig. Die haben jetzt zum Beispiel, ich habe letztens gegen Dudo gespielt. Alle Karten haben ja Death Rattle, also hier, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall dieses Todeszeichen, wenn die sterben, dass sie einen Effekt. Todesröcheln. Genau. Auf jeden Fall haben die alle Death Rattle und dann hat er so eine, gibt so eine Karte, für jede Karte, die Todesröcheln hat, kriegt die 1-1 dazu. Und diese ganzen Todesröcheln-Karten kosten nur 1, 2 und 3. Alter, nach der sechsten Runde hat er ein 10-10-Vieh da rumliegen, weißt du so? Und du hängst da so und denkst dir, boah, what the fuck, was machst denn du jetzt? Machst du Aber einen ich kann mir kaputt, das auch kommt das schon nächste, Alter. Paladin kann ich mir das auch OP vorstellen. Du legst dieses unsichtbare Ding, lässt es 5 Runden chillen, gibst ihm einen doppelten Angriff, machst du One-Hit. Jo. Das ist richtig geil. Aber jetzt gibt es bestimmt wieder so OP-Decks, die jeder benutzt. Ja, also das Dudu-Deck habe ich jetzt zweimal gehabt als Gegner. Zwei verschiedene. Ja, ansonsten. Aber die benutzen alle so ein bisschen gemischt. Es ist ganz okay. Es ist sehr ausgeglichen. Also du kannst die Karten ja auch benutzen. Ich habe zum Beispiel auch diese komische Dreckspinne da, die ich eh nie benutze. Die 1-2. Ne, 2-8 hat die, glaube ich. Ist eine Achso, die Legendary. Legend. Jo. Ja, die ist krass, aber. Die muss erstmal überleben. Kodo. Kodo, ne? Jo. Ich liebe meinen Kodo. Der ist übelst geil. Den muss ich auch noch golden machen. Mein Gott, ich muss noch so viele goldene Karten machen. Ach ja, wo war ich? Auf jeden Fall. voll aus dem Konzept gebracht. Ja, geiles Spiel, geiles Spiel. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ganz ehrlich, solange das Spiel geil ist und ich da Bock drauf habe, ist mir das egal, auch wenn nur einer zuschaut. Fuck ich drauf. Selbst wenn der eine nur ein Dislike gibt jedes Mal. Ist mir auch egal. Ganz ehrlich. Ja, deswegen, ich mache mir da gar keine Gedanken drum. Ob jetzt 5000 Zuschauer sind oder nur ein einziger. Bockt mich nicht. Du spielst ja auch für dich, nicht für die Genau. anderen. Ich nehme ja nur auf, weil ich Bock drauf habe. Weil ich hobbylos bin. Deswegen nehme ich auf. Ja. Naja, wer du zocken tust du ja sowieso, ob du das dabei Genau. aufnimmst oder nicht. Genauso sehe ich das auch. Deswegen, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe Diablo das LP ja selber abgebrochen gehabt. Mittendrin, glaube ich. Und dann habe ich jetzt einfach die Rifts weiter aufgenommen. Jetzt auch mit Chewie und Dingens. Und Alpen. Und ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock habe, die normale Story noch mal durchzuzocken, dann zocke ich halt Rifts. Ist halt so. Ich zocke zum Beispiel einfach nur das, worauf ich Bock habe. Digimon World macht im Moment keinen Bock, weil ich habe keinen Bock, andauernd wieder von vorne anzufangen. Dieses scheiß Hatchen und da, diese ganze Kacke. Ja, 2004 oder 2003? 2004 war geil, aber 2004 kannst du nur im Koop zocken. Nee, hä? Meinst du das mit ich nicht? Ich meine nicht das mit den Schwertern. Du meinst 2003, wo du die drei Viecher hinter dir her Ja, hast. das war so geil. Das war cool, ja. Aber Das musst du ich zocken. hatte immer so einen Bug. Du weißt, wenn du das erste Mal zu dieser, zu dem Zug kommst, zu dem Zuggleis da Ja? unten, wenn dieses fette Vieh da auf den Zug und vom Berg Ja, runterrollt. dieser Staubsauger. Nachdem du den besiegt hast, ging das Spiel nie weiter. Lol. Ich weiß Danach nicht fängt der warum. Spaß erst an. Ja, genau. Bei mir ging das Spiel nie weiter nach da. Ich weiß nicht, also wo ich immer stecken geblieben war, wo dieser. Da kam so ein. Wie heißt nochmal dein Musiamon-Viech? Auf dem geilen Pferd. Ach so, ja klar. Du meinst in der Pyramide, wo du gegen Genau, den kämpfen der war musst. für mich immer so schwer, ne? Boah, ne, ich habe immer hardcore trainiert, ey. Ich nicht, ich habe das immer gehasst, eine Stunde lang zu fighten, bis es ein Level up wird. Vor allem immer alle drei zu leveln. Ich habe immer nur eins gelevelt. Ich habe immer bei da in der Nähe vom Master Tyrannomon bei den ganzen Dinos gelevelt. Die haben immer richtig viel XP gegeben. Richtig geil. Und Weiß was ich nicht. geliebt habe, das Kartenspiel war so mega geil bei 2003. Ja, Mann. Aber irgendwann hat es auch schon. Am Anfang fand ich scheiße, weil die Gegner immer dich zerrissen haben. Geil war immer Dingens, kennst du noch diese Baumstiefel, wo du gegen Baum trittst Ja, und dann kommt das dieses war so eine Kartenmann Qual, die zu runter? bekommen. Ja, oh, scheiß Wemon suchen. Ich wusste, dass ich habe jeden einzelnen Baum in diesem Scheißgebiet alle abgeguckt. Aber Und Dingens, dann schaust du so, ist es am wenn, Anfang, der zweite ey, Baum. jo, wenn du dir dann hast, ey, übelst geil, wie du Karten farmen kannst, ne?
Richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Ja. Das hat echt Bock gemacht. Mich hat es halt immer aufgeregt, dass das Spiel sich aufgeregt hat.